Hi, grüß euch, willkommen beim Poolpanda. Heute gehen wir das Thema Pool auswintern durch und hier tatsächlich anhand eines Aufstellpools in dem Becken von Intex hier. Und zwar hier das Erste, was man alles machen muss, hängt erstens davon ab, was man für Ansprüche hat und zweitens, wie gut man überwintert hat. Wir selber haben den Pool, sage ich mal, von den Wasserwerten haben wir sehr penibel drauf geschaut, dass gewisse Wasserwerte eingehalten werden. Und deswegen ist auch hier das Wasserglas klar. Das heißt, wir müssen hier nichts Besonderes aufbereiten. Warum? Wenn man entsprechend überwintert hat. Das Nächste ist auch mit der Beckensauberkeit an sich. Wenn ihr beim Überwintern bereits eine gewisse Mühe euch gebt, dann müsst ihr auch jetzt entsprechend im Frühjahr weniger tun. Bei uns war das so, wir haben tatsächlich, damit wir auch ein bisschen was zum Herzeigen haben, an Pool selber nichts getan. Und wir haben jetzt den Pool selber hier gereinigt und zwar mit alkalischen Reiniger. Es gibt nämlich saure Reiniger und alkalische Reiniger. Was ist der Unterschied? Ein saurer Reiniger, der ist vor allem für Kalk und Metalle gut zum Lösen und ein alkalischer Reiniger, der eignet sich hingegen sehr gut, um, sag ich mal, organische Substanzen zu lösen. Und wir haben es eben mit dem Alkalischen ausprobiert. Da haben wir jetzt zum Beispiel von Bayrol den Reiniger mit der Sprühdose oder von Steinbach, den gibt es dann ohne Sprühdose. Den könnte man zum Beispiel direkt auftragen oder auch, sage ich mal, über einen Drucksprüher anbringen. Und wichtig ist, bei der Reinigung allgemein gilt, bitte mischt keine Wirkstoffe. Also zum Beispiel Chlorbleiche und einen sauren Reiniger zu mischen, dann kriegt er Chlorgas. Das ist, sag ich mal, eine Chemiefabrik, das wollen wir lieber nicht. Das heißt, nutzt immer einen Reiniger zur selben Zeit, um einfach ungewollte Nebeneffekte zu vermeiden. Das Nächste ist auch, wenn ihr Sprühreiniger nutzt, dann ist es eigentlich nicht übertrieben, sag ich mal, eine FFP2-Maske zu tragen, weil gerade wenn ein bisschen Wind geht, da kann es schon sein, dass ein bisschen was wieder zurückkommt. Bei guten Reinigungsergebnissen gilt, ihr habt mehrere Faktoren, die ihr beachten müsst. Erstens die Einwirkzeit von diesem Reiniger. Also sowohl ein saurer Reiniger muss ein bisschen einwirken, alkalischer aber ein bisschen länger. Der Reiniger von Bayrol oder von Steinbach, der alkalische, der sollte 10 bis 12 bis 15 Minuten einwirken. Und dann könnt ihr das zum Beispiel mit einem Mikrofasertuch, sag ich mal, den Schmutz lösen und abbringen. Wichtig ist auch, hier ein bisschen Druck zu arbeiten, weil es braucht mechanische Einwirkung und natürlich das Mittel. Wir haben es meiner Meinung nach perfekt sauber gebracht. Wir haben das hier oben getan, also außen, und innen drin kann man es auch machen. Da muss man halt dann dafür ein bisschen die Wasserlinie absenken, je nachdem, wie weit man es halt sauber machen will. Das liegt dann an euch. Und prinzipiell hat es äußerst gut funktioniert. Also da sind wir sehr, sehr zufrieden. Da haben wir richtig fest eingefressenen Schmutz gehabt, den man so mit normalem Wasser und richtig Druck auf keinen Fall losbringen konnte. Aber mit so einem alkalischen Reiniger ging das wirklich sehr gut. Wenn ihr aber natürlich so Flecken habt, die jetzt eher so von Kalk kommen, dann müsst ihr einen sauren Reiniger verwenden. Da müsst ihr aufpassen, allgemein alkalische und saure Reiniger, das sind, sagen wir mal, natürlich hochpotente Mittel, also sollten nicht in Kinderhand geraten oder auch für Kinder erreichbar sein. Und selber beim Umgang sollte man halt schon, sage ich mal, so Gummihandschuhe tragen, das wäre sinnvoll. Ja, was haben wir sonst noch getan bei der Auswinterung beim Pool? Wir haben die Sandfilteranlage aufbereitet, natürlich auch gereinigt, aber was mir am wichtigsten war, wir haben da relativ teures AFM-Filterglas drin, wobei bei Sand ginge das auch. Und normalerweise sagen viele, ja, muss man auswechseln, ne, wegen Biofilm. Wir haben da ein Video, was wir euch bald releasen werden. Da sprechen wir mit einer professionellen Aufbereiterfirma darüber, dass selbst in richtig großen professionellen Schwimmbecken, selbst da wird festgestellt, dass, auch wenn die Leute es nicht glauben, dass es dort Biofilm in den Anlagen gibt. Das ist öfter der Fall, als man glaubt. Und diesen Biofilm kann man lösen. Und zwar haben wir dann einen alkalischen Reiniger. Da war ich so begeistert von der Wirkungsweise, dass wir da gleich eine Poolpanda-Version draus gemacht haben von dem Reiniger. Und wie funktioniert das? Ihr habt jetzt eben diese Rückstände im Filtermaterial wie beim AFM. Und wenn ihr jetzt den Kessel nehmt und lasst da ganz normales frisches Wasser durch, unten aus dem Auslaufventil kommt das Wasser glasklar wieder raus. Also scheinbar ist der Kessel doch super in Ordnung. Tja, und tatsächlich stellt man fest, wenn man den alkalischen Reiniger nimmt, den verdünnt man ein bisschen und kippt den in den Kessel rein, lässt ungefähr 18 bis 24 Stunden wirken und dann macht man unten das Ventil auf, dann kommt es tatsächlich gelblich raus. Um es kurz zu sagen, auch wenn es sich so ausgeschaut hat, da war tatsächlich ein Biofilm da. Und das Nächste, was wir idealerweise machen müssen, natürlich rückspülen, um ein bisschen die Rückstände von dem alkalischen Mittel wieder rauszubekommen und danach schön schockloren. Das heißt, da gibt es verschiedene Wege, entweder mit einer klassischen Schockklorung. Das Problem ist, verteilt sich sehr stark über den ganzen Pool und da hat Bayrol wiederum ein sehr interessantes Produkt und das sind die Chlorilong-Tabletten, diese 7-in-1-Tabletten. Die haben nämlich einen Wirkstoff, der relativ schnell
abgegeben wird. Und wenn er die Tablette in den Skimmer packt, dann geht ständig eine gewisse Menge an Chlor in den Filter rein. Und dadurch, dass eine kontinuierliche Menge an Chlor hier in den Filter über den Skimmer regelmäßig nachkommt, hat er den Vorteil, das wird durchgeklort und dann habt ihr das wirklich wieder im Werkszustand zurück. Das heißt, Sand oder Filterglas ist dann wieder aufbereitet. Ihr braucht dann nicht hier mühevoll, sag ich mal, den Sand entfernen, dann den Kessel ausspülen und so weiter, sondern hier, das ist wirklich wieder im Neuzustand, ist auch, sag ich mal, insgesamt gut für die Umwelt. Also ich bin begeistert davon, hat super funktioniert. Und natürlich, was man bei der Auswinterung noch machen sollte, die Wasserwerte überprüfen und einstellen. Der pH-Wert, der sollte zwischen 7,0 und 7,4 sein. Ich selber mag sogar eher bei 6,9, aber darüber kann man diskutieren. Der Chlorwert sollte zwischen 0,3 bis 0,6 Milligramm pro Liter sein. Und das wäre dann die ideale Wahl. Wie wir das mit den Wasserwerten gemacht haben, da gibt es ein Video. Da haben wir den Pool erst in Betriebnahme, haben wir ein Video für euch gedreht. Das findet ihr hier, könnt ihr euch anschauen. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, weil wir haben sie schon mal gezeigt. Wir haben alle Produkte, die wir jetzt verwendet haben, unten in der Artikelbeschreibung verlinkt, beziehungsweise ihr findet auch auf poolpanda.com diese Produkte ebenfalls. Jetzt zeige ich euch noch kurz zwei, drei weitere Produkte, die man bei der Auswinterung verwenden kann. Das zeige ich euch hier am Tisch und das machen wir noch kurz. So, und da wollte ich euch hier noch mal ein bisschen was zeigen. Also noch ganz kurz dazu. Ich empfehle beim Abwischen tendenziell Mikrofasertücher. Warum? Weil man mit denen am wenigsten Kratzer in die Oberfläche reinbringt. Weil, wenn ihr da Kratzer reinbringt, dann wird sich der Schmutz in Zukunft ja noch stärker verfangen und dieser Schmutz wird noch schwerer zu lösen sein. Deswegen würde ich tendenziell Mikrofasertücher nehmen und solche Schwämme wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Ne? Dann, wenn ihr so einen alkalischen Reiniger nutzt und wirklich ja, größere Flächen absprühen wollt, dann empfiehlt sich zum Beispiel, da könnte man von Steinbach zum Beispiel so einen Beckenreiniger nehmen, den ein bisschen verdünnen, hier reinzugeben und mit so einem Drucksprüher großflächig anzubringen, da spart man sich schon einiges an Zeit. Wenn es eher kleinere Flächen sind, dann macht es jetzt zum Beispiel hier der Randfix von Bayrol. Der macht es dann auch wunderbar. Ja, was gibt es sonst noch? Von Bayrol gibt es da auch noch was Interessantes. Das heißt Cellrinov. Das ist jetzt speziell für Salzwasserelektrolyse. Wenn ihr die Zellen habt und die sind ein bisschen verkalkt und sind andere Schmutzstoffe drauf, dann könnt ihr so eure Zellen wieder säubern, damit die wieder effektiv arbeiten. Ist auch interessant, eignet sich sowohl vor der Überwinterung bzw. auch beim Auswintern, dass man alles wieder in sauberen Zustand bringt. Genau. Ja, das war's jetzt noch kurz als Addendum. Das war's beim Video. Abonniert gerne unseren Kanal, lasst gerne ein Like da, würde mich freuen, auch gerne von Algo. Und bis zum nächsten Video. Euer Poolpanda-Team, Benny hier. Ciao!